Ja, hallo, hier ist wieder der Matthias von cyberblog.de. Ich habe hier, wie ich schon angekündigt hatte, die Buffalo Drive Station externe USB 3.0 Festplatte. Also der ganz neue USB-Standard soll mit 130 Megabit pro Sekunde laufen. Und Buffalo baut dazu noch so einen Turbo-Modus ein. Und dann soll das mit 150 MB pro Sekunde laufen. Das muss ich natürlich austesten. Deswegen habe ich ja extra ein Asus Notebook bekommen, noch mit einem USB 3.0 Anschluss. Hoffentlich klappt es, denn es gibt noch offensichtlich Beschränkungen, so habe ich gelesen, von Microsoft und von Intel, die das Ganze noch nicht so umgesetzt haben, wie es der Kunde eigentlich wünscht. So, dann wollen wir uns mal ansehen, wie die in Wirklichkeit aussieht. Und dazu packe ich die jetzt mal aus. Vielleicht schneide ich das direkt wieder raus, das braucht der ja gar nicht mitkriegen, wie ich mir hier die Finger breche. Limited Edition steht noch drauf. Super, super fast. USB 3.0. Oh ja, das ist halt der Turbo-Modus, wie gesagt. Auch bei dieser Platte gibt es eine Memeo Backup Software. Das heißt, da kann man automatisch wohl Daten vom Rechner bzw. Mac sichern. Und das Gerät hat noch einen Power Saving Mode, das heißt, er schaltet selbst ab, wenn er eine Weile nicht benutzt wird. So, das Siegel muss noch gekillt werden hier. Na, ich habe immer so meine Schwierigkeiten mit den Dingern. Das ist ja eh falsch rum. So ist sicher richtig. Jetzt ziehen wir die gute mal raus. Da kommen wir schon mal Kabel entgegen. Ja, beziehungsweise Netzteil. Mit einer Sicherung offensichtlich dabei. Beziehungsweise eine Adapterfunktion. Das ist ja auch okay, kann man es im Ausland benutzen. Hier nochmal scheinbar ein Power-Adapter. Weiß nicht genau, muss ich mir ansehen. Ah ja, da ist ein kleiner Schalter dran. Das ist wohl nur ein Zwischenstück mit einem Schalter. Sehr komfortabel. Hier USB 3.0-Kabel. Ja, die eine Seite sieht eigentlich aus wie USB 2 oder 1.1, da hat sich nicht viel geändert. Aber es sind im Inneren, soweit ich weiß, zwei Pins dazugekommen. Und die andere Seite, der Geräteanschluss, sieht ja eh ganz anders aus. Das hat sich also dann schon ein bisschen geändert. Schauen wir mal, wie das in Zukunft weitergeht. Mit diesen Anschlüssen. So, hier kommt ein schwieriges Ding entgegen. Eine Erklärung, also Betriebsanleitung. Advanced Settings, More Detailed Information. Da wird wahrscheinlich nochmal ein Hinweis zu finden sein, welche Probleme es noch gibt mit USB 3.0. Kommen wir mal zu der Festplatte endlich. Da ist noch was drin. Da ist noch was drin. Und hier noch Schönes. Achso. Die Stromadapter, die Netzadapter für Deutschland und ich weiß nicht, England oder Amiland, keine Ahnung. Ich brauche erstmal nur den Deutschen. Erstmal zumachen, die anderen brauche ich ja noch. Na, so, dann schauen wir uns mal die Platte an. Natürlich, wie gesagt, eine externe. Ist ja auch in Ordnung. USB 3.0 will man ja nicht intern anschließen. Schön klein, wiegt etwa 1 Kilo. Steht, glaube ich, drauf. Ne, keine Gewichtsangabe. Kriege ich aber noch raus. Ich glaube, etwa 1 Kilo müsste das sein. Ja, sieht ganz gut aus. Das übliche Klavier-Lackgehäuse, wo sich die Fingerabdrücke drauf fangen. Gut, das kennen wir ja. Nichts Neues. Auf der Vorderseite sind offensichtlich LEDs ins Gehäuse eingearbeitet. Und ich weiß nicht, ist es ein Reset-Schalter oder so.
Auf der Rückseite der Netzanschluss wohl. Und auf der Seite, hier ist ein Netzanschluss. Also, das ist ein Kensington-Lock-Anschluss, damit es auch nicht geklaut wird. Und hier ist nochmal ein Netzanschluss und da der USB 3.0-Anschluss. Ja, okay, steht so. Kann man sich hinstellen. Und so soll es ja auch sein. Steht ja auf der Beschreibung. Ich werde die ausprobieren. Ich werde die aber ausprobieren an einem USB 3.0-Anschluss halt auch mit dem Asus Notebook, das ich in einem meiner anderen Videos zeige. Stöbert einfach in meinem YouTube-Account mal rum. Da werdet ihr die Sachen finden. Tschüss, der Matthias von Cyberblock.